Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus Den Haag in Holland begrüßt Sie heute Günther Ziesel. Den Haag ist der Veranstaltungsort des 25. Song Contest der Eurovision. Dieser kurze Film am Beginn der heutigen Sendung soll Ihnen Holland und soll Ihnen vor allem die Stadt Den Haag ein wenig näher bringen. Den Haag ist der Regierungssitz Hollands, Sitz des Internationalen Gerichtshofes. Den Haag ist aber auch der Fischerhafen, der Yachthafen, der Badeort an der Nordsee. Den Haag ist die Stadt der Blumen, der Parkanlagen, der Villen, die Stadt der eleganten Geschäfte und die Stadt mit den vielen Fußgängerbereichen. Genießen Sie jetzt mit mir einige Impressionen aus der Stadt Den Haag. Bereits im Kongressgebäude von Den Haag. In diesem Kongressgebäude findet der 25. Song Contest der Eurovision statt. Es spielt das Metropolorchester unter Leitung von Rogier van Otterloo. 25 Jahre Song Contest der Eurovision, eine lange Geschichte verbunden mit vielen Namen der Schlagerwelt, der leichten Musik. Ein sehr oft umstrittenes Songfestival, das oft totgesagt war, aber doch immer wieder zu neuem Leben erweckt wurde und jetzt das silberne Jubiläum feiern kann. Erinnern wir uns vielleicht an einige Gewinner dieses Song Contest. Im Jahre 1956 hat Luis Assia den Song Contest gewonnen. Das war der erste, der in Lugano veranstaltet wurde. 1960 Jacqueline Boyer, 1964 Giliola Cinquetti mit Nono L'Età, 1965 Franz Gall und 1966 die große Veranstaltung Österreichs. Udo Jürgens gewann damals mit Merci Cherie den Song Contest der Eurovision des Jahres 1966. Und nun wird Marlous Fluitsma namens des holländischen Fernsehens die Gäste im Saal und die Fernsehzuseher an den Bildschirmen zu Hause in holländischer Sprache begrüßen. Dames und Herren, hallo. Hartelijk welkom hier in het Congresgebouw, het Nederlands Congresgebouw in Den Haag, waar vanavond het 25e Eurovisie Songfestival plaatsvindt. Het programma wordt uitgezonden naar 23 landen en hier achter in de zaal zijn 36 commentatoren aanwezig om hun kijkers en luisteraars te vertellen. Marlous Fluitsma erzählt Ihnen jetzt, dass es 29 commentatoren gibt, die den Song Contest Eurovision in zahlreiche Länder übertragen und mit ihren Kommentaren darüber informieren, was hier passiert. Man schätzt, dass etwa 400 Millionen Zuseher in 19 Ländern
diese Sendung heute sehen werden. Und etwa noch einmal eine Zahl von 300 bis 400 Millionen Zuhörern, die an den Radioapparaten den Song Contest Eurovision verfolgen werden. Üblicherweise ist es so, dass der jeweilige Sieger des Song Contests auch die Veranstaltung auszutragen hat. Da das letzte Jahr Israel gewonnen hat, hätte also eigentlich Israel auch den Song Contest des Jahres 1980 organisieren müssen. Aber Israel hat auch im Jahr davor, im Jahre 78, den Song Contest gewonnen und zweimal hintereinander wäre Israel zu viel gewesen. Und so hat man den Niederlanden angeboten, den Song Contest des Jahres 1980 zu organisieren. Es sind auch diesmal wieder 19 Länder, die an diesem Song Contest teilnehmen. Sänger und Gruppen aus 19 Ländern werden sich also heute Abend präsentieren. Und Österreich hat die Nummer 1 am heutigen Abend. Danke, Marilou. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich. Österreich eröffnet den Song Contest 1980. Und ich möchte Ihnen nun unsere Gruppe vorstellen, die einen Namen gewählt hat, der ganz leicht mit Österreich in Verbindung zu bringen ist. Blue Danube. 5 junge Künstler, 2 junge Damen, Rena und Silvia, 3 junge Herren, Wolfgang und Marti, präsentieren Ihnen jetzt ihr Lied. Ein österreichisches Liebeslied ganz besonderer Art. Du bist Musik. Text und Musik singt von Klaus-Peter Sattler. Unser Dirigent ist Richard Österreicher. Schaus, Offenbach, du bist Schubert, Gershwin und Chavez. Du bist Mahler, Schumann, Monteverdi, Freund Mathieu, Tchaikovsky, Chastel. Du bist Palestrina und Puccini, Stravinsky und Rossini, De Falla und Messier. Chanson, Intermezzo, Passion, ein Refrain, eine Variation, eine Bagatelle, Ballade, eine Tarantella, eine Suite, Humoreske, Walzer, Serenade, Romanze und Kantate, Sonate, mein Lied. Du bist Das war der schwungvolle Anfang von der österreichischen Gruppe Blue Danube mit dem Lied Du bist Musik. Sicherlich nicht der allerbeste Startplatz, aber vielleicht ein gutes Omen für einen guten Platz in der Bewertung.
sevgili seyirciler. Türkiye bu yılki yarışmaya bir aşk şarkısıyla katılıyor. An zweiter Stelle startet die Türkei. Aus der Türkei sind vor vielen hundert Jahren die Tulpen nach Holland gekommen. Heute Abend schickt die Türkei etwas ganz Besonderes zum Song Contest nach Holland, nämlich Erdöl. Es ist eine ganz ungewöhnliche Liebesgeschichte, dieses Lied, das von der Türkei präsentiert wird. Eine Liebesgeschichte für ein Gut, das zurzeit wohl am meisten umworben wird auf der ganzen Welt, nämlich das Erdöl. Und die Interpretin ist Ajda Pekkan. Sie ist in Istanbul geboren, hat eine klassische Musikausbildung hinter sich, war dann beim Film tätig und ist bereits seit den 60er Jahren Popsängerin. Sie ist auch bekannt im französischen Fernsehen und in Südamerika. Heute Abend präsentiert sie das Liebeslied an das Erdöl, Ajda Pekkan aus der Türkei. Ajda Pekkan aus der Türkei mit einem Liebeslied an das Erdöl. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στον απόψινό 25ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, τον ετήσιο θεσμό που δίνει την ευκαιρία φέτος. Griechenland entsendet eine hübsche junge Dame und eine Gruppe von Sängern zum Song Contest Eurovision, und zwar Anna Vissi und die Gruppe The Epikuri. Anna Wiss ist 23 Jahre alt, sie stammt aus Zypern, studiert Rechtswissenschaften und Musik. Mikis Theodorakis, der berühmte griechische Komponist, zählt zu den Entdeckern von Anna Wiss. Und im Lied geht es, ja, um Autostop. Jene Methode, mit der man um die ganze Welt kommen kann und sehr viele Freunde finden kann. Autostop, das Lied der Griechen.
την ελληνική συμμετοχή στο φετινό φεστιβάλ τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι «Auto Stop». Στον κόσμο να δεις μαζί μου ξεκινά, ξεκινά. Και κάνε με οτοστόπ το γύρο της γης. Μπορείς να πας όπου θες, Ευρώπη ή Κίνα, Κίνα. Και για Αθήνα να πεις και όπου βρεθείς. Και άτε οτοστόπ, οτοστόπ. Ταξίδι οτοστόπ, οτοστόπ. Ξεκινά και μια συντροφιά. Οι δρόμοι μοτοστοπ, μοτοστοπ. Δικοί μας μοτοστοπ, μοτοστοπ. Το κόσμος μια στάρια. Μοτοστοπ, με μοτοστοπ. Πάντου θα πάμε για χαρά. Με μοτοστοπ, μοτοστοπ. Εκείνο βλάδι Βοστόκ, Παρίσι, Λονδίνο. Μικρή σακουαγιά στον κόσμο θα δεις. Στοκχόλμ, Κάιρο, Μαδρίτη, Λιόν, Βερολίνο. Ρουλέτα μοιάζει να είναι ο γύρος της γης. Και άντε μοτοστοπ, μοτοστοπ. Ταξίδι μοτοστοπ, μοτοστοπ. Ξεκίναγε με οτοστόπ, τα σύνορα είναι ανοιχτά και εμείς μια συντροφιά. Οι δρόμοι οτοστόπ, οτοστόπ. Δικοί μας οτοστόπ, οτοστόπ. Κι ο κόσμος μια στάρια. Οτοστόπ, με οτοστόπ. Πάντου θα πάμε για χαρά. Με οτοστόπ, οτοστόπ. Nach wer würde diese Autostopperin nicht mitnehmen und sei es auch bis ans Ende der Welt? Anna Vissi aus Griechenland. Guten Abend, bonsoir. Luxembourg joue ce soir la carte de la gaieté, de la jeunesse et de la bonne humeur. Luxemburg bringt heute Abend die jüngsten Teilnehmer an dem Song Contest, nämlich die 16-jährigen Zwillinge Sophie und Magali. Sie studieren Sprachen und Ballett und sind Newcomer in der Popszene. Und sie erzählen und singen die Geschichte eines Pinguins, Papa Pinguin, eines Pinguins, der nicht mehr länger Pinguin bleiben möchte. Er beneidet den Albatros und die Möwen und möchte mit ihnen fliegen in ferne Lande. Aber seine Pinguin-Kinder versuchen ihm klarzumachen, dass das Leben auf dem Eis auch sehr schön sein kann und dass der Wunsch, fliegen zu können, für einen Pinguin halt immer nur ein Traum bleiben wird. Der Dirigent Norbert Daum ist übrigens ein gebürtiger Österreicher. Bye.
pourquoi pas aller là-bas? Ici la vie est belle. Laisse le ciel aux anges et aux saints. Viens papa, 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 papa,
so also Samira Ben Zaid aus Marokko. Das nächste Land ist Italien. Signore e signori, buonasera. La canzone che vi presentiamo è Non so che darei. L'autore immagina Non so che darei ist der Titel des Liedes, das Alan Sorrenti singen wird. Alan Sorrenti, Sohn eines Neapolitaners und einer Engländerin, lebt in den USA und in Italien und ist vor allem durch den Hit bekannt geworden Tu sei l'unica donna per me. Das Lied Non so che darei ist die Geschichte einer großen romantischen Liebe, von der Liebende nicht haben will, dass sie endgültig zerbricht. Ich weiß nicht, was ich geben würde, wenn ich die Zeit aufhalten könnte, wenn ich noch einmal an deiner Seite schlafen könnte, noch einmal fühlen könnte, dass du zu mir gehörst. Ich weiß nicht, was ich dafür geben würde. Alan Sorrenti. Se ti perdo, non so che fare. Ricorderò sempre ogni piccolo istante vissuto con te. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io voglio stringerti ancora una volta a me. Non so che darei per fermare il tempo, per dormire al tuo fianco sola notte. Non so che darei per sentirti mia, per tenerti vicino sola notte. Quale stella la luna spariranno tu, come ali vicino volerai laggiù. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta a me. Ein großer Mann mit einer hohen Stimme, dieser Alan Sorrenti. Hat sich übrigens Musik und Text zu seinem Lied selbst geschrieben. Og så skal vi have den lille skandinaviske afdeling. Det er faktisk samtlige skandinaviske lande, der er samlet her. Ja, det er dänisch, når vi hører. Dänemark skickt eine der populärsten Gruppen, nemlig Bamses Venner. Bamse, das ist ein Spitzname für den Hauptsänger dieser Gruppe und bedeutet so viel wie Teddybär. Und Venner, das sind eben die Freunde von Bamse, also des Teddybären-Freunde. Die geben 180 Konzerte jedes Jahr in Dänemark.
Und Bamse selbst ist 33 Jahre alt und ziemlich schwergewichtig. Sie werden sie dann gleich auf der Bühne sehen. Die Gruppe singt das Lied Ich denke immer an dich. Die Zeit ist gekommen, um Abschied zu nehmen, heißt es in dem Lied. Aber dich habe ich doch am meisten von allen geliebt. Ich werde immer an dich denken. Du bist das Licht, das mir den Weg weisen wird. In meine Zukunft, in mein Leben. Og her er så dirigenten, der også dirigerede samtlige 12 melodier i vores hjemlige Melodi Grand Prix. Vi præsenterer Allan Baczynski. Det er i dag, jeg skal afsted, min ven. Jeg glæder mig. Ses igen, for det er her hos dig, jeg har det bedst. Ja, det er dig, jeg elsker allermest. Når jeg nu har sagt farvel til dig, håber jeg dig med, at jeg altid tænker. Das Teddybär aus Dänemark, Bamse und seine Freunde. Die nächste Gruppe, die sich präsentiert, der nächste Sänger, kommt aus Schweden mit dem Lied Gerade jetzt. Interpret ist der 28-jährige Thomas Ledin mit einem Chor. Er hat mit der Gruppe ABBA schon aufgetreten und im Vorjahr wurde er übrigens bei einer Abstimmung in Schweden zum besten Entertainer des Landes gekürt. Er singt ein Lied, dessen Text er selbst geschrieben hat, dessen Musik er selbst komponiert hat. Er lebt in einer Stadt und er hat es satt, in dieser Kleinstadt weiterzuleben. Gerade jetzt möchte er weggehen nach Paris, um etwas Neues zu erleben. Thomas Ledin mit dem Lied Gerade jetzt aus Schweden. I år är han alltså i internationell final och det är med en låt som heter Just nu. Just nu kommer alldeles strax, men först kommer dirigenten Anders Berglund.
händer ingenting. Det mesta är så likt här omkring. Veckan kryper fram, helgen springer förbi. Samma snack varje dag om att göra sig fri. Just nu vill jag leva. Just nu. Just nu vill jag känna. Just nu. Känna luften i mina lungor. Känna blodet som pulserar. Känna ljuset i mina ögon. Känna tiden som passerar. På något vis. Inte sitta här som skonditori och låta tankarna bara fladdra förbi. Just nu vill jag leva. Just nu. Just nu vill jag känna. Just nu. La Suisse, vous connaissez certainement notre petit pays qui parmi ses produits d'exportation comprend quelques jolis talents à voir et entendre. De langue Paula nach Den Haag geschickt. Paula del Medico, wie es mit bürgerlichen Namen heißt, Paula hat schon vor 11 Jahren einmal am Song Contest Eurovision teilgenommen, und zwar in Madrid, und hat damals den zweiten Platz gemacht. Seit damals ist sie ein bekannter Schweizer Exportartikel im Showbusiness. Üblicherweise singt sie in deutscher Sprache, aber heute Abend wird sie in französischer Sprache singen. Der Textdichter und der Komponist ist Peter Rebert, der auch zugleich das Orchester dirigieren wird. Der Titel des Liedes Cinema. Es geht um ihre Erinnerungen an die Kindheit, an die Zeit, als sie das Kino erlebt hat, die Welt der tausend Lichter, die magische Scheinwelt der flimmernden Leinwand mit all den Stars. Toute petite, quelquefois, il me prenait par la main. Heureuse à petits pas, je marchais par les chemins vers la ville aux mille lumières. Extraordinaire et magique du cinéma. Peter Pan, c'était le plus grand pour
enfants. Et Mickey était si gay quand il chantait dans les prés. Alice au pays des merveilles, le dimanche après-midi, était blanc, était belle, et le film jamais fini. Cinéma, cinéma, tout le monde pour toi. Cinéma, cinéma, des enfants tu as la voix. Des images et des rivières en vivant la fantaisie. Comme un carrousel rêve, tourne et tourne à l'infini. Près d'Astor, me rend folle quand ses pieds claquent au sol. Charlie Chaplin must quitte me, et le monde de Walt Disney, l'univers de mon enfance, ne me quittera jamais. Cinéma, cinéma, tout le monde fou de toi. Cinéma, cinéma, war Paula aus der Schweiz mit dem Lied Cinema. Der nächste Beitrag kommt aus Finnland. Ehtoota Eurooppa ja oikein hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Tämä suomen kieli on erittäin vaikea kieli, niinpä sitä kuuntelee tai kuuntelee kohtalaisesti vain noin 5 miljoonaa ihmistä koko maailmassa. Mutta musiikkia ymmärrämme on kaikki. Unser Interpret ist ein vielseitiger Entertainer von Finnland, Schauspieler, Schauspiellehrer, Sänger mit dem Namen Vesa-Matti Loiri. Er erzählt die Geschichte des Flötenspielers, der alle seine Gefühle von Freude und Leid mit der Musik ausdrücken kann, mit dem Klang seines Instruments. Und seine Musik fängt auch die Atmosphäre der Landschaft und des Himmels ein. Der Text ist sehr romantisch. Die Melodie, die Musik ist etwas rhythmischer, das werden Sie ja ganz gleich sehen, wenn Vesa-Matti Loiri sein Lied singen wird. On tässä huilu ja huilumies, en täytä mittaa normien sormien solteluun huoleni huilutan. Jos en lausein tunteita tulkita voi, niin ne varmasti huilu soi. Ja niistä sieluni laulut pienoisen laulun iloi. On siinä aamun kaste helmien tuoksu, on kevät lämpö vuoripunan juoksu. Kaiken sen minkä aistin huiluni soi. Sen kuolevaa ruskaa, on elämä tuskaa, sen huiluni soi. On tässä huilu ja huilumies, mä näen luonnon tauluna lauluna teille sen kaiken mä soinnutan. Ja näin riemut, surut ja arkikin soi, jos sen tuntea oikein voi. Kun joka pettymys, nauru, sykkimät sointun iloi. On siinä päivä, perhon leikkivä liito, sammuva tähdeköinen viime kiito.
Kiina. Kaiken sen minkä aistin, muilumi soi. On siellä tuiskava taaren lyytävä haua. Ihmisen perus kaikkeuden alla. Syksyn kuolevaa ruskaa on elänyt tuskaa. Sen uilundi soi. Ha! Kaiken sen minkä aistin, huiluni soi. On siinä tuiskuva talven hyytävä haulla. Ihmiset viilus kaikkeuden alla. Syksyn kuolevaa ruskaa on elämä tuskaa. Sen huiluni soi. Hyvä! Das war also der Beitrag Finnlands und beim nächsten Beitrag wird wieder etwas ruhiger auf der Bühne. Zwei Sänger treten auf mit dem Beitrag Norwegen. In den letzten Jahren haben verdens Urbevölkerungen mit stadig större styrke hevdet retten til å beholde sin kultur. Der Titel des Liedes Sami Ednan, Lappland. Und dieses Lied ist inspiriert vom Kampf der Ureinwohner Lapplands um ihre angestammten Rechte. Ganz besonders inspiriert ist dieses Lied durch eine Demonstration, die vor kurzem vor dem Parlament in Norwegen stattgefunden hat. Es war eine Demonstration der Lappländer gegen den Bau eines Kraftwerkes inmitten ihrer Weidegründe. Die Interpreten sind Sverre Hjelsberg, 34 Jahre alt, und Mattis Hetta, 21 Jahre alt. Alle der hjemme på berget, kryss fingrene, for her kommer Sami Ednan, dirigert av Sigurd Jansen. Enkel tone, to små ord, Sami Ednan, samisk jord, kom som vindpust ifra nord, Sami Ednan. Kan et krav få mjukar form, Sami Ednan, sameland, vokste seg fra bris det står, Sami Ednan. Framfor tinget der dem satt, oh! Hørtes jorken dag og natt, Sami Ednan. Jo, lo, le, lo, le, lo, lo, le, lo. Hey, yo, lo, le, lo, le, lo, lo, le, lo. Hey, yo, lo, le, lo, le, lo, lo, le, lo. Hey, yo, lo, le, lo, le, lo, lo, le, lo. Hey, yo, lo, le, lo, le, lo, lo, le, lo. Hey, yo, lo, le, lo, le, lo, lo, le, lo. Hey, yo, lo, le, lo, le, lo. Større kraft enn krutt. Lå, 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 lå
lo le lo lo le lo. Der norwegische Beitrag, der beim Publikum sehr gut ankommt und auch bei den Proben immer schon gut angekommen ist, offensichtlich auch wegen der Einfachheit der Melodien. Der nächste Beitrag, Deutschland. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Theater, Theater, Theatre, Teatro. Das ist die Welt, in die Sie nun der deutsche Beitrag entführen möchte. Die Welt voll Glanz und Glimmer, Rampenlicht und Lampenfieber, Masken und Kostüme, Kulissen und Illusionen. Die Welt der Fantasie. Aber bedarf es dazu überhaupt einer Bühne? Ist nicht alles Theater? Spielt nicht jeder von uns darin seine Rolle? Mal König, mal Bettler. Der Komponist des Liedes Ralf Siegel und der Textdichter Bernd Meinunger haben diese uralte und immer wieder neue Thema erneut auf ihre Weise aufgegriffen. Katja Epstein singt Theater und es dirigiert Wolfgang Rödelberger. Jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch wie's tief in sieht man nicht. Theater, Theater, der Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt. Theater, Theater, das ist wie ein Rausch und nur der Augenblick zählt. Wie ein brennendes Fieber, wie ein Stück Glückseligkeit, ein längst vergessener Traum erwacht zum Leben. Theater, Theater, wer hast Duld geliebt? Himmel und Hölle zugleich. Und der Clown, der muss lachen, auch wenn ihm zum Weinen ist. Und das Publikum sieht nicht, dass eine Träne fließt. Und der Held, der muss stark sein und kämpfen für das Recht. Doch oft ist ihm vor Lampenfieber schlecht. Alles ist nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit. Theater, das Tor zur Fantasie. Theater, Theater, nur der bleibt dir treu, der dich vor Leidenschaft liebt. Theater, Theater, ist Leben. Schenkt uns Applaus, wir geben alles für euch und lachen und weinen für euch. Ja, wir geben alles für euch. Katja Epstein mit dem Lied Theater, der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland. Weiter geht's mit dem Königreich Großbritannien. Good evening, ladies and gentlemen. So we come to song number 13 for the United Kingdom. Start Nummer 13 für die Gruppe aus Großbritannien mit dem Titel Love Enough for Two, Liebe genug für zwei. Eine junge Gruppe, drei Burschen, drei Mädchen, die extra gebildet wurden für den Song Contest des Jahres 1980.
Die Gruppe heißt Prima Donna und alle sechs haben bereits ein Musikstudium absolviert oder sie studieren noch Musik. Die drei Mädchen sind zwischen 18 und 20 Jahre alt und die Burschen zwischen 20 und 25. Es geht in dem Lied darum, dass sie ein Mädchen oder einen Burschen besingen und sagen, wenn in deinem Herzen ein Platz für mich ist, dann habe auch ich einen Platz für dich. Denn ich habe Liebe genug für zwei. Love enough for two. Our musical director for Love Enough for Two is Mr. John Coleman. If there's a place in your heart for me, there's a room in my place for you. 'Cause I've got love enough. Never road that leads me home. It isn't every day I'm on my own. But when I'm feeling sad and all alone, I think of you. Yes, I do. You got a very special kind of style. There's something in your eyes each time you smile. So tell me you can stay for just a while. Love me too. If there's a place your heart for me, there's a room in my place for you. 'Cause I've got love enough. Yes, I've got love enough for two. If there's a time in your life for me, I've got a lifetime to spend with you. 'Cause I've got love enough. Day you meet someone you want up in your wildest dreams upon. It's true you haven't known me very long, but I hope and pray that you'll stay. There's something in the way you touch my soul. It seemed that I was half, but now I'm whole. You've got me under your complete control in every way. If there's a place your heart for me, there's a room in my place for you. 'Cause I've got love enough. Yes, I've got love enough for two. Die Gruppe Prima Donna aus Großbritannien. Portugal entsendet einen Solisten. Portugal saúda a todos os países que transmitem este concurso e envia um boa noite muito amigo a todos os portugueses que nos acompanham, onde quer que estejam, através da Eurovision. Das 25 edições deste concurso, que agora se completam, Portugal esteve presente 16 vezes sem nunca ter alcançado a vitória. O que também tem acontecido com muitas das delegações de TV aqui presentes. Mas o que é importante é participar, e nós aqui estamos nesta noite de bodas de prata, sobre a cativante hospitalidade da Holanda, para ouvirmos a canção representante da RTP. Letra e música de José Cid, orquestração Mike Sargent. Grande amor. O conjunto vocal é composto pela Maria Armanda, pela Helena, pela Teresa, pelo Zé e pelo Galarza. O intérprete é José Cid. Vai dirigir a orquestra o maestro Jorge Machado. Addio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amore.
Fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre esta música paira no ar. Na, das musste ein leidenschaftlicher Portugiese sein, der José Cid. Das war der Beitrag Portugals zum Song Contest Eurovision. Und jetzt sind die Niederlande dran mit dem Lied Amsterdam. Für Maggie McNeil, die al eerder an het Eurovisie Songfestival die Interpretin ist Maggie McNeil, mit türkischen Namen heißt sie Schaukje Smith, ist mit einem Herrn Franz mit verheiratet. Beide sind Komponisten, haben die Musik zu diesem Lied Amsterdam selbst komponiert. Und Maggie McNeil hat schon im Jahr 1974 einmal am Song Contest Eurovision teilgenommen, damals allerdings nicht sehr erfolgreich. Diesmal hofft sie auf mehr Erfolg mit ihrem Liebeslied auf Amsterdam. Sie sagt, wer nach Amsterdam kommt, der will einfach hier bleiben, weil er hier für immer leben möchte. Hier wird man nie allein sein, hier kommen die Freunde von überall her. Und wenn man Amsterdam schon wirklich verlassen müsste, dann wird man sicher wieder zurückkommen nach Amsterdam. In de wereldje op bent, je denkt terug aan dat moment en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer, er was een eindeloze sfeer en die is er telkens weer. Werkelijk nooit alleen,
Je vindt een deel van iedereen in alle dingen om je heen. Hier voelen zich alle mensen blij en in hun doen en laten vrij. Met het gevoel, je hoort erbij. In Amsterdam, Amsterdam, is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam, bestaat al eeuwenlang. In die stad, waar heel de wijde wereld jou begroet, vind je dat wat je zoekt, overal in overvloed. Amsterdam. Amsterdam, Maggie McNeil, der Beitrag der Niederlande zum Song Contest. Die Franzosen haben wieder eine Gruppe nach Den Haag geschickt. Hey, hey, Monsieur Dame, ist der Titel des Liedes. Mais tout simplement du titre de la chanson de la France que j'ai le grand plaisir de vous présenter. Gruppe Profil et qui pour la première fois est interprété par un groupe, le groupe Profil. Sie sind Sänger, Schauspieler, Tänzer und sie singen ein Lied zum Karneval. Lasst uns fröhlich sein, lasst uns lachen und unsere Sorgen vergessen, lasst uns singen und tanzen. Es ist Karneval. Also ein bisschen verspätet, aber immerhin eine Liebeserklärung an den Karneval. Das sind die Namen der fünf Sänger. Zwei Mädchen und drei Burschen sind es. Die Gruppe Profil aus Frankreich. C'est une chanson de fête et de carnaval pleine d'entrain et dont les auteurs et compositeurs sont Richard de Bordeaux, Richard Joffaut et Silvano Santorio. Ce dernier étant aussi notre chef d'orchestre. Voici donc pour la France, hé hé, monsieur dame. Ce soir c'est le bal, c'est le carnaval.
Das war die Gruppe Profil aus Frankreich. Der nächste Interpret ist wieder ein Solist, und zwar Johnny Logan aus Irland, 24 Jahre alt. Johnny Logan ist einer der führenden Entertainer Irlands. Entdeckt wurde er bei einem Beruf, bei einem Bewerb für junge Talente, und daraufhin wurde er dann eben für das Rockmusical Adam und Eva in Dublin engagiert und hat dort gespielt. Das war der Beginn seiner Karriere. Er hat über 100 Schlager selbst geschrieben. Das Lied, das er heute Abend singt, wurde allerdings von Shay Healy geschrieben. What's Another Year ist der Titel. Was bedeutet schon noch ein Jahr, wieder ein Jahr? Es ist eine traurige, romantische Ballade. Denn ein gebrochenes Herz zählt nicht die Tage, nicht die Monate, nicht die Jahre. Langsam gewöhnt sich dieses Herz daran, dass wieder ein Jahr und noch ein Jahr vergeht. Und es hat sich daran gewöhnt, allein zu sein. Such a long time looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time reaching out for you, but you aren't near. What's another year? What's another year to someone who's lost everything that he owns? What's another year to someone who's getting used to being alone? I've been praying such a long time, it's the only way to hide the fear. What's another year? What's another year to someone who's getting used to being alone? I've been crying such a long time with such a lot of pain. Johnny Logan, der Interpret für Irland. Señoras y señores, muy buenas noches. Desde La Haya, un saludo y un deseo de paz a todos los países que siguen el desarrollo de esta gran gala de Eurovisión 1980 y muy Spanien schickt drei junge Sänger aus dem Baskenland. Die Gruppe heißt Trigo Limpio. Patricia, Carlos und Iñaki sind die Namen. Jurastudenten und Musikstudenten. Und sie singen das Lied Quédate esta noche, bleib bei mir heute Nacht, liebe mich, ich will dir gehören heute Nacht, geh nicht fort, ich möchte unsere Liebe bewahren, und falls ich etwas falsch gemacht haben sollte, verzeih mir bitte. Das ist etwa der Inhalt des Liedes Quédate esta noche, bleib bei mir heute Nacht.
Quédate junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche, yo seré. Y pon la maleta de nuevo en su sitio otra vez. Piensa que no hay que enfadarse y menos marcharse sin decir por qué. Ven a mis brazos y dime qué pasa, que quiero salvar nuestro amor. Si acaso tal vez cometí una falta, yo quiero pedirte perdón. Junto a mí esta noche, quédate. Junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche, yo seré. Deja tus cosas y ven, que ya hablaremos después. Y ahora quédate aquí, que te quiero decir cuánto te necesito, mi amor. Juntos veremos los dos por este gran ventanal la mañana llega y sentarse a tus pies cuando estés disfrutando, mi amor. Duérmete junto a mí esta noche, quédate junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche, yo seré para ti esta noche. Quiéreme junto a mí esta noche, quédate junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche, yo seré para ti esta noche. Duérmete junto a mí esta noche, quédate junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche, yo seré para ti esta noche, quédate. Trigo Limpio, die Gruppe, die Spanien repräsentiert hat. Und schon sind wir am Schluss des Song Contest Eurovision. Die letzte Gruppe ist aus Belgien, die Gruppe Telex, mit einem der wohl eigenwilligsten Beiträge für den Song Contest des Jahres 1980. Es ist ausschließlich Musik von Synthesizern, abgesehen von den Sängern. Die Gruppe verzichtet daher auf die Begleitung des Orchesters, als einzige von den 19 Gruppen. Und der Titel ist Eurovision. Man könnte beinahe sagen, es ist vielleicht ein bisschen eine Satire auf den Song Contest Eurovision. Sie meinen, dass alle Zuschauer auf der ganzen Welt heute Abend diesen Song Contest sich anschauen und wohin immer sie schalten auf ihrem Fernseher, sie werden nichts anderes sehen. Sie werden nur den Song Contest der Eurovision sehen. Die Gruppe Telex aus Belgien. Voici Telex mit dem Lied Eurovision. Bon messieurs, belles dames, musique au programme, chanteur à vos gammes, que le meilleur gagne. Frontières sont ouvertes, que déclarer si ce soir c'est la fête. Les vedettes sont inquiètes, elles se maquillent, fument une cigarette avant d'aller sur la scène. Eurovision, 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 Eurovision.
vieil Europa comme le pays qui gagne, puis verse une larme, c'est la fin du charme. Les yeux du monde entier qui est impatient, les flashs télévisés qui vont leur annoncer par satellite et par câble blindé ce qui se passe en nos contrées. Eurovision, 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 Eurovision. Das war die letzte Gruppe des heutigen Abends, die Gruppe aus Belgien, Telex, mit dem Lied Eurovision. Das waren also die 19 Beiträge der 19 Länder. Vielleicht haben Sie sich zu Hause schon entschieden, wer Ihr Favorit ist. Und jetzt ist es Zeit für die Jury, sich zu überlegen, wem sie ihre Punkte geben. Ich werde Ihnen später dann noch erklären, nach welchem System das für sich geht. Sie haben die Möglichkeit, für 10 Länder zu votieren, also nicht für alle 19, sondern für 10 Länder. Und zwar bekommt derjenige, der nach meiner Jury am besten ist, 12 Punkte, der zweite 10 und der dritte 8. Und die anderen bekommen dann 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Punkt, je nach der Reihenfolge. Also erster 12, zweiter 10, dritter 8 Punkte. Um die Jury even de gelegenheid te geven. So, damit sich die Jury jetzt ein bisschen beraten können, gibt es eine Unterbrechung, eine angenehme Unterbrechung, nämlich die Dutch Resonance Steel and Show Band, eine Gruppe, die von den niederländischen Antillen kommt. Haben sie für diesen Abend ein speziales Nummer gemacht. Graag uw aandacht voor de Dutch Rhythm Steering Showband en de Lee Jackson Dancers met het nummer San Fernando. Ik ben nu, zou je kunnen zeggen, dames en heren, in het crisiscentrum waar alle deelnemers zitten te wachten. Ik heb wel tijd dat geschehen hinter de bühne, in de garderobe ruimen, sinds de Künstler zur Zeit und warten natürlich darauf, wie het ausgehen wird. In Eurovision. Hat das bisher in Ihrer Karriere viel bezeichnet? Ja, für 1970 war ich ein Anfänger. Und das hat für mich sehr viel bedeutet, dass ich damals auf den dritten Platz kam in Amsterdam. Viele Leute sagen jetzt, Sie haben eine gute Chance heute Abend. Wer denken Sie hat eine gute Chance? Ach, merci vielmals, danke schön. Und wer denken Sie hat eine gute Chance? Ich? Wer? Ik ben hier bij de zeer jeugdige, nog geen 16 jaar tweeling Sophie en Magali, die voor Luxemburg hebben gezongen. C'est pour vous, je crois, le premier fois à l'étranger. Oui, c'est ça. Premier 10, première Eurovision. Oui. De bonne expérience? Très bonne. Et wie kan gagner ce soir? J'espère, on garde espoir. Tout le monde a une chance, de toute façon. Ze hopen voor zichzelf. Oui.
zo gaat dat hier. U hoort dat net even. Als iemand binnenkomt na gezongen te hebben, wordt hij met applaus begroet. Van concurrenties in dat opzicht geen sprake. Ik sta hier bij de Engelse groep. You were formed as a group especially for this contest. If you're not going to win, will you stay on being a group? We are staying on for recording at least anyway. And depending on how successful our records are, we'll then sort of govern if we're going to win. And who is going to win tonight, you think? What, besides us? I don't know. I really don't know. De Ierse zanger Johnny Logan kreeg, dat hoorde net, veel applaus. You are, I think, the only one with a real slow ballad. Oh. That would be dangerous. Why did you choose it? Because I thought it was a lovely song. And who do you think is going to win tonight? I really don't know. It seems like there's 18 good songs. I was very lucky to have my backing singers and the saxophone player that I got. Thank you. De eerste inzending moet u zeker opgevallen zijn, die wat ongebruikelijk van muziek was. Was that typical Norwegian folk music you were singing and playing? It was Sami folk music. It's people in North Norway, a minority group in North Norway. May I quickly have your guess who is going to win tonight? Well, I think the Irish is good, but... Thank you. Is naar je zin gegaan? Ja, prima. Een beetje serieus, maar ging wel. Ik wil ook even weten wie jij denkt dat er gaat winnen. Ik kom over een half uurtje nog even terug. Ik weet het niet. Ja, das war die Dutch Resonance Zealand Show Band und boshaft gezungen, wo gibt es nicht, dann behauptet, das wären die eigentlichen Gewinner des heutigen. Ja, bei dieser heerlichen tropischen Musik jetzt geht's zou je haast vergeten dat het ook Werten nog om de competitie gaat vanavond. Als alles goed is, zijn de punten alle nu opgeteld en kan ik gaan bellen met de verschillende landen land om te horen hoe ze over denken. Ik zal met de 19 landen contact opnemen in dezelfde volgorde als waarin ze vanavond zijn opgetreden. En dit alles gebeurt onder het toeziend oog van de officiële vertegenwoordiger van de EBU, Mr. Van Neff. Professionals dabei sein. Hello, Mr. Van Neff ist der Vorsitzende der Jury hier. Er ist von der European Broadcasting Corporation, der Europäischen Rundfunkvereinigung, mit dem Sitz in Genf, die er veranstaltet, dieses Eurovision Song Contest ist. Hallo, l'Autriche. Und nun gibt Österreich seine Wertung ab. Bonsoir, Vienne, puis-je avoir vos points, s'il vous plaît. Voici les résultats du jury autrichien. Oui. Luxembourg, 1 point. Luxembourg, 1 point. Luxembourg, 1 point. Italie, 2 points. Italie, 2 points. Italie, 2 points. Turquie, 3 points. Turquie, 3 points. Turquie, 3 points. Espagne, 4 points. Espagne, 4 points. Spain, 4 points. Grèce, 5 points. Grèce, 5 points. Greece, 5 points. Suisse, 6 points. Suisse, 6 points. Switzerland, 6 points. Royaume-Uni, 7 points. Royaume-Uni, 7 points. United Kingdom, 7 points. Allemagne, 8 points. Allemagne, 8 points. Germany, 8 points.
Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Pays-Bas, 12 points. Pays-Bas, 12 points. Naja, meine Damen und Herren, das war eine sehr interessante Wertung, die Österreich abgegeben hat. Und die Niederlande führen also jetzt nach dieser ersten Runde und sind von Österreich auf den ersten Platz gesetzt worden, Irland auf den zweiten Platz und Deutschland mit Katja Epstein auf den dritten Platz. Wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Die Türkei ist die nächste Jury. Hello. Hello, it's Renard. Hello, good evening. Yes, can I have your votes, please? Here are the results of the Turkish jury. Yes. Luxembourg, 1 point. Luxembourg, 1 point. Luxembourg, 1 point. Switzerland, 2 points. Switzerland, 2 points. Swiss, 2 points. France, 3 points. France, 3 points. France, 3 points. Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. United Kingdom, 5 points. United Kingdom, 5 points. Royaume-Uni, 5 points. Italy, 6 points. Italy, 6 points. Italy, 6 points. Yes. Spain, 7 points. Pardon, I don't hear you. Spain, 7 points. Spain, 7 points. Espagne, 7 points. Sweden, 8 points. Sweden, 8 points. Suède, 8 points. Germany, 10 points. Germany, 10 points. Allemagne, 10 points. And Netherlands, 12 points. Netherlands, 12 points. Zum zweiten Mal Holland mit 12 Punkten. Damit führt Holland nach dieser zweiten Runde bereits mit 24 Punkten. Eine sehr überraschende Wertung bis jetzt, denn die Niederlande haben zwar zu den Favoriten gezählt, aber dass sie so an der Spitze liegen würden, zumindest am Anfang, hätte eigentlich niemand gedacht. Da gab es ganz andere Favoriten bei den internen Wetten, die hier abgeschlossen wurden. Hallo, La Grèce. Hallo. Griechenland ist jetzt die nächste Jury, die ihre Wertung abgibt. Oui. Autriche, 1 point. Der erste Punkt für Österreich. Austria, 1 point. Italie, 2 points. Italie, 2 points. Belgique, 3 points. Den Haag, 3 points. Netherlands, 3 points. No, Belgium. No, oh, I'm Belgium. Sorry. Belgium. I'm sorry. C'est Belgique. Oh, I didn't understand you very well. Belgique. 3 points. Belgium, 3 points. Danemark, 4 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Pays-Bas, 6 points. Pays-Bas, 6 points. The Netherlands, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. France, 7 points. Espagne, 8 points. Espagne, 8 points. Spain, 8 points. Suède, 10 points. Suède, 10 points. Switzerland, 10 points. No, no, Sweden. Oh, Sweden. Sweden. Oh, sorry, I'm mixed up. Sweden, I'm sorry. Vous pouvez continuer. Irlande, 12 points. Irlande, 12 points. Ireland, 12 points. Et ceci termine les points attribués par le jury grec. Merci Damit führt also nach wie vor Holland mit 30 Punkten. Das ist die holländische Interpretin. Maggie McNeil. Links sehen Sie Matti Heiter aus Luxembourg. Norwegen. Oui, ici Luxembourg. Bonsoir, Jetzt die Bonsoir, Jury von Luxemburg dran. Sie sehen immer dort, wo das Licht blinkt, das ist das zurzeit führende Land. Und wo das Licht ständig zu sehen ist, das ist jene Jury, die gerade ihre Wertung abgibt. France, 2 points. France, 2 points. Allemagne, 3 points.
Allemagne, 3 points. Germany, 3 points. Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. Suisse, 5 points. Suisse, 5 points. Switzerland, 5 points. Espagne, 6 points. Espagne, 6 points. Spain, 6 points. Irlande, 7 points. Irlande, 7 points. Ireland, 7 points. Royaume-Uni, 8 points. Royaume-Uni, 8 points. United Kingdom, 8 points. Suède, 10 points. Suède, 10 points. Sweden, 10 points. Et Pays-Bas, 12 points. Pays-Bas, 12 points. The Netherlands, 12 points. Ja, das scheint die große Überraschung des heutigen Abends zu werden, dass die Niederlande so weit in Führung liegen. Merci beaucoup, Bonsoir. Niederlande haben also 42 Punkte und liegt damit jetzt sehr klar an der Spitze. An zweiter Stelle folgt jetzt Irland mit 29 Punkten, an dritter Stelle Schweden mit 28 Punkten. Aus Marokko kommt die nächste Wertung. Oui. La France, un point. France, one point. Danemark, deux points. Denmark, deux points. Danemark, two points. Autriche, trois points. Autriche, trois points. Austria, three points. Norvège, quatre points. Norvège, how much? Comment? 4 points, oh, I couldn't hear them. Norvège, 4 points. Norway, 4 points. Yes? Jetzt hat also Österreich doch auch 4 Punkte bekommen. Die Österreicher haben ja bei dieser Bewertung sicherlich den Nachteil des ersten Startplatzes gehabt. Das muss man also einkalkulieren. Sie hoffen natürlich nach wie vor, die österreichische Gruppe dass sie einen relativ guten Platz macht. Sie sind auch bei den Wetten sehr gut gelegen. So zwischen dem dritten und sechsten Platz etwa. Swiss, 7 points. Switzerland, 7 points. Jetzt kommen wieder die drei Schlusswertungen. Dritter Platz für Großbritannien von der marokkanischen Jury. Allemagne, 10 points. Germany, 10 points. Türkei, 12 points. Ah, die Türkei hat die höchste Punkteanzahl von der Jury Marokkos bekommen. Nach wie vor in Führung die Niederlande mit 42 Punkten. Das ist wieder Maggie McNeil mit dem Lied Amsterdam. Da kommt even ein Telefon. Hallo, l'Italie. Aus Italien kommt die nächste Wertung. Oui. Irlande, 1 point. Irlande, 1 point. Ireland, 1 point. Grèce, 2 points. Grèce, 2 points. Greece, 2 points. Suisse, 3 points. Suisse, 3 points. Switzerland, 3 points. Autriche, 4 points. Autriche, 4 points. Austria, 4 points. Wieder 4 Punkte für Österreich. Damit haben wir jetzt bereits 8 Punkte gesammelt. Sweden, 5 points. Espagne, 6 points. Espagne, 6 points. Spain, 6 points. Maroc, 7 points. Maroc, 7 points. Morocco, 7 points. Turkey, 8 points. Turkey, 8 points. Turkey, 8 points. Portugal, 10 points. Portugal, 10 points. Portugal, 10 points. Und jetzt, wohin werden die 12 Punkte gehen? Allemagne, 12 points. Allemagne, 12 Punkte nach Deutschland. Germany, 12 points. Das war die Wertung der Jury Italien. Merci bien et bonsoir. Dänemark, yes. Nun, damit hat sich also eine Änderung ergeben. Hello, Deutschland Denmark führt zurzeit mit Good 43 evening, Punkten. Guten Abend, Kopenhagen calling.
vor den Niederlanden mit 42 Punkten. An dritter Stelle Schweden mit 39 Punkten. France, 1 point. France, 1 point. Greece, 2 points. Greece, 2 points. Grèce, 2 points. Italy, 3 points. Italy, 3 points. Italie, 3 points. Luxembourg, 4 points. Luxembourg, 4 points. Luxembourg, 4 points. Austria, 5 points. Austria, 5 points. Na, wieder 5 Punkte für Österreich. 5 points. Damit haben wir selbst 13. 6 points. Schaut gar nicht Portugal, so schlecht aus. 6 points. Im vorigen Portugal, Jahr hat sich ja Österreich den points. Letzten Platz teilen müssen mit Belgien. Germany, 7 points. Allemagne, 7 points. Die Pessimisten in Österreich haben gesagt, naja, schlechter kann es ja nicht mehr werden. Die Optimisten haben allerdings points. Gehofft, dass wir zumindest unter den ersten 10 landen points. Werden. United Kingdom, 10 points. United 10 Kingdom, Punkte für Großbritannien von der points. Dänischen Jury. Ireland, 12 points. Ah, Ireland, 12 Punkte. Ireland, 12 points. And that's from Johnny Logan. Well, thank you very much and bye bye. Good evening. Im Bild wieder merci. Katja Epstein. Now, we've all heel wat es wird also nach wie vor Deutschland mit 50 Punkten. Hello, Sweden. Hello, the Hague. Hello. Stockholm calling. Yes, good evening, Stockholm. Good evening. Here are the results of the Swedish jury. Yes. Austria, 1 point. Austria, 1 point. Na ja, ein Punkt, besser als keiner. Autriche, 1 point. Sind wir schon auf 14. Switzerland, nur nicht die Hoffnung aufgeben. Switzerland, 2 points. Swiss, 2 points. Netherlands, 3 points. Netherlands, 3 points. Pays-Bas, 3 points. Nur 3 Punkte. France, von der schwedischen Jury für den holländischen Beitrag. 4 points. France, 4 points. Germany, 5 points. Germany, 5 points. 5 Punkte Allemagne, für Deutschland. 5 points. Luxembourg, 6 points. Luxembourg, 6 points. Luxembourg, 6 points. Ireland, 7 points. Ireland, 7 points. Mm-hmm. Irland, 7 points. Jetzt auf 49 Punkten. 8 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Italy, 10 points. Italy, ah, Italien, Alan Ferranti, 10 Punkte von der schwedischen points. Jury. And United Kingdom, 12 points. United 12 Kingdom, Punkte für Großbritannien. Royaume-Uni, 12 points. And that completes the votes of the ja, Swedish jury. Verändert sich doch im einiges. Thank gut, you very much. Bye Deutschland bye. Führt natürlich nach wie vor mit 55 Punkten. An zweiter Stelle liegt jetzt volgende land nu bellen, Großbritannien and that is mit 50 Punkten. Und an dritter Stelle Irland mit 49. Hallo, La Suisse. Die Jury der Schweiz gibt jetzt ihre Wertung ab. Bonsoir, Berne. Puis-je avoir vos points, s'il vous plaît? Très volontiers, voici les résultats du jury suisse. Oui. France, 1 point. France, 1 point. France, 1 point. Portugal, 2 points. Portugal, 2 points. Portugal, 2 points. Pays-Bas, 3 points. Pays-Bas, 3 points. The Netherlands, 3 points. Autriche, 4 points. Autriche, 4 points. Austria, 4 points. Wieder 4 Punkte für Österreich. Suède, 5 points. Suède, 5 points. Sweden, 5 points. Danemark, 6 points. Denmark, 6 points. Danemark, 6 points. Allemagne, 7 points. Allemagne, 7 points. Germany, 7 points. Italie, 8 points. Italie, 8 points. Italie, 8 mm-hmm. points. Karl Sorrenti holt auf. Royaume-Uni, 10 points. 10 Punkte für Großbritannien. 10 points. United Kingdom, 10 points. Knapp hinter Deutschland. 12 points. Irland, 12 Punkte für Irland. 12 points.
Das ist interessant. Ein Kopf an Kopf Rennen. Deutschland an erster Stelle, an zweiter Stelle Irland, an dritter Stelle United Kingdom, Großbritannien. Das ist interessant. Nou, de spanning stijgt langzamerhand, denk ik. We gaan nu verder met het land Finland. Hallo, Finland. Ja, hallo, Den Haag, Helsinki calling. Yes, good evening, Helsinki. May I have your votes, please? Yes, here are the votes of the Finnish jury. Yes. Portugal, 1 point. Portugal, 1 point. Portugal, 1 point. Germany, 2 points. Germany, 2 points. Allemagne, 2 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. United Kingdom, 4 points. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 points. Austria, 5 points. Austria, 5 points. 5 Punkte aus Finnland Autriche, bekommen. 5 points. Italy, 6 points. Italy, 6 points. Italy, 6 points. Denmark, 7 points. Denmark, 7 points. Denmark, 7 points. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. 8 points for Ireland. Netherlands, 10 points. The Netherlands, 10 points. Pays-Bas, 10 points. So, damit führt also jetzt Irland mit 69 Punkten an zweiter Stelle ex aequo Deutschland und Großbritannien mit je 64 Punkten. Well, thank you very und die Niederlande mit 58 Punkten an quasi vierter Stelle. Nu kommt, was kommt nu? Yes. We gaan weer verder met het volgende land en dat is Noorwegen. Hello, Norway. Die norwegische jury heeft de Wertung ab. Oslo calling, good evening. Good evening, Oslo. Could you give me your vote, please? Yes, I will. And yes. Here are the results of the Norwegian jury. Yes. Denmark, 1 point. Denmark, 1 point. Denmark, 1 point. Italy, 2 points. Italy, 2 points. Italy, 2 points. France, 3 points. France, 3 points. France, 3 points. Greece, 4 points. Greece, 4 points. Grèce, 4 points. Finland, 5 points. Finland, 5 points. Ja, der Applaus gilt also Finnland, das bisher noch keinen einzigen Punkt gehabt hat und jetzt point. Noch 5 Punkte Austria, von Norwegen bekommen points. Hat. 6 Punkte für Österreich. 6 points. Autriche, 6 points. 29 Punkte für Österreich, Luxemburg, laut dieser Anzeigetafel. Luxemburg, 7 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Switzerland, 10 points. Switzerland, 10 Punkte 10 für die points. Schweiz. Das war Paula mit dem Lied Cinema. Point. 55 Ireland, Punkte. 12 points. Ha. Ireland, 12 Punkte für Irland, für Johnny Logan. Irland, 12 points. 81 Punkte für Irland. Well, thank you very much and good evening, Oslo. Sie erinnern sich noch an das Lied What's Another Year? Sie sehen hier im Bild das Publikum und ganz oben sind die Kommentatorenkabinen. Guten Abend. Yeah, could you be so kind as to give us your vote? So, jetzt yes. kommt Deutschland. We're calling and see all the results of the German jury. Yes. Portugal, 1 point. Portugal, 1 point. Portugal, 1 point. Sweden, 2 points. Sweden, 2 points. Suède, 2 points. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. Austria, 4 points. Austria, wieder 4 Punkte points. Für Österreich. Autriche, 4 points. 33. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Norway, 6 points. Norway, 6 points. Norvège, 6 points. Italy, 7 points. Italy, 7 points. Italy, 7 points. Netherlands, 8 points. The Netherlands,
8 points. Pays-Bas, 8 points. Switzerland, 10 points. Switzerland, 10 points. Swiss, 10 points. And Ireland, 12 points. Ireland, 12 points. Irland, 12 Punkte wieder. Irlande, 12 points. Das sind schon Entscheidungen, die wahrscheinlich wieder schwer regulierbar sind von den anderen Jurys. Aber gut, noch ist das Rennen nicht gelaufen. Wir haben noch 7 Punkte. Österreich liegt zurzeit an 11. Stelle. Sollen wir iets weten over de einduitslag? Hello, United Kingdom. Yes, good evening, Marlous. The results for you from London. Yes, please. For Belgium, 1 point. Belgium, 1 point. Belgique. 1 point. Netherlands, 2 points. Netherlands, 2 points. Pays-Bas, 2 points. Greece, 3 points. Greece, 3 points. Grèce, 3 points. Italy, 4 points. Italy, 4 points. Italie, 4 points. France, 5 points. France, 5 points. France, 5 points. Austria, 6 points. Austria, 6 Punkte für Österreich. Autriche, 6 points. Switzerland, 7 points. Switzerland, 7 points. Swiss, 7 points. Luxembourg, 8 points. Luxembourg, 8 points. Luxembourg, 8 points. Luxembourg, Germany, 10 points. Germany, 10 points. 10 Punkte für Deutschland. 10 points. 74 damit. And Ireland, 12 points. Ireland, und Irland wieder 12 Punkte. Irland, ja, damit zieht natürlich Irland ganz schön davon. Well, thank you very much and good night. We gaan nu weer een Frans sprekend land aan de lijn krijgen. Klarer Abstand für Irland. Hallo, Portugal. Hello, the Hague. Listen, calling. Oh, you're speaking English. Well, that's good. Can I have your votes, please? The results of the Portuguese jury. Yes. Greece, 1 point. Greece, 1 point. Grèce, 1 point. Spain, 2 points. Spain, 2 points. Espagne, 2 points. Austria, 3 points. Austria, 3 points. Wieder 3 Punkte für Österreich. Autriche, 3 points. Netherlands, 4 points. Pardon, I didn't hear you. Netherlands, 4 points. The Netherlands, 4 points. Pays-Bas, 4 points. Ireland, 5 points. Ireland, 5 points. Irlande, 5 points. Switzerland, 6 points. Switzerland, 6 points. Swiss, 6 points. United Kingdom, 7 points. United Kingdom, 7 points. Royaume-Uni, 7 points. Germany, 8 points. Germany, 8 points. Allemagne, 8 points. Belgium, 10 points. Belgium, 10 points. Belgien, Belgique, die Gruppe Telex mit Eurovision hat 10 Punkte bekommen. Und Italien liegt Italy, an der Spitze. 12 points. Nach Meinung der Italy, portugiesischen Jury. Points. Alan Torrenti. Good evening and thank you very much. Kein Zwischenresultat für Österreich, wenn ich richtig gerechnet habe, so, liegen wir zurzeit mit 42 Punkten an 9. Stelle. Also immerhin unter den ersten 10. Hello, Netherlands. Hello, Den Haag. Hilversum calling. Yes, hello. Good hello. Evening. Hello, Marlous. I'd like to have your votes. Here are the results of the Dutch jury. Yes. Die Wertung Italy, der holländischen Jury. One point. Italy, da one point. Da sieht man, wie unterschiedlich Italy, diese Lieder doch beurteilt werden. Point. Ja, das Norway. Vorhin. Die höchste Punktezahl und jetzt Norway, die höchste. Norway, 2 points. Norvège, 2 points. Austria, 3 points. Austria, 3 points. Na ja, 3 Punkte wieder für Österreich. 3 points. France, 4 points. France, 4 points. France, 4 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Ireland, 6 points. Ireland, 6 points. Irlande, 6 points. United Kingdom, 7 points. United Kingdom, 7 points. Royaume-Uni, 7 points. Greece, 8 points. Greece, 8 points. La Grèce,
8 points. Switzerland, 10 points. Switzerland, 10 points. Suisse, 10 points. Germany, 12 points. Germany, 12 points. Für Deutschland. Allemagne, 12 points. And that completes the points of the Dutch jury. Well, thank you very much. Good evening, Marlous. Good evening, Helferson. Also, ich muss sagen, das ist ja wirklich noch spannender als in einer Wahlnacht. Ich meine, Nationalratswahlen oder Landtagswahlen in Österreich. Hier haben Sie übrigens Johnny Logan jetzt im Bild, der zurzeit führt. Hallo, La France. Bonsoir, Laëlle, ici Paris. Bonsoir, Paris. Puis-je avoir vos points, s'il vous plaît? Voici les résultats du jury français. Oui. Finlande, 1 point. Finlande, 1 point. Die Finnen haben wieder einen Punkt bekommen. Finland, 1 point. Italie, Finnland, das war der Flötenspieler, wenn Sie sich erinnern. Italie, 2 points. Italy, 2 points. Norvège, 3 points. Norvège, 3 points. Norway, 3 points. Autriche, 4 points. Autriche, 4 points. Sehr gut. Austria, 4 points. Royaume-Uni, 5 points. Royaume-Uni, 5 points. United Kingdom, 5 points. Portugal, 6 points. Portugal, 6 points. Portugal, 6 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. Irlande, 8 points. Irlande, 8 points. 8 Punkte für Irland wieder. 8 points. Damit ist der Abstand wieder gesichert. 10 points. Allemagne, 10 points. 10 Punkte für Deutschland. Germany, 10 points. Et Pays-Bas, 12 points. Les Pays-Bas, 12 points. Wieder einmal die höchste Punkteanzahl für Holland. 12 points. Aber trotzdem liegt Holland jetzt ziemlich abgeschlagen. Well, merci beaucoup et bonsoir. Also an erster Stelle nach wie vor Irland, an zweiter Stelle Irland. Deutschland mit 104 Punkten. Ja, und dann gibt es ein ziemlich knappes Kopf-an-Kopf-Rennen bei den anderen. Hello, sehen also Ireland. Die Schweiz mit 88 Hello Punkten. Hello there, this is Dublin calling. Good evening, Dublin. Stelle. Can I have your votes? Yes, indeed. Here are the results of the Irish jury. Yes. The Netherlands, 1 point. The Netherlands, 1 point. Irland hat den Irland nur einen Punkt gegeben. Point. Irland kann jetzt Italy, nicht stimmen. Italy, 2 points. Italie, 2 points. Kann aber natürlich France, auch an der Führungsrolle Irlands nichts ändern, denn selbst points, wenn Deutschland alle 12 France, Punkte bekäme, 3 points. Würde es trotzdem nicht an Irland heranreichen. Greece, 4 points. La Grèce, 4 points. Germany, 5 points. Germany, 5 points. Allemagne, 5 points. The United Kingdom, 6 points. United Kingdom, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. Portugal, 7 points. Portugal, 7 points. Portugal, 7 points. Luxembourg, 8 points. Luxembourg, 8 points. Luxembourg, 8 points. Austria, 10 points. Austria, 10 points. 10 Punkte für Österreich, der zweite Platz. 10 points. Den haben wir von Irland bekommen. 59 Punkte. 12 points. Die Schweiz, La Suisse, 12 Punkte. 12 points. Damit auf 100 Punkte. Well, muss ich neuerlich zu rechnen anfangen, an welcher night. Stelle Österreich liegt. Sie können noch zu Hause sich wieder testen. Noch sechs zwei London und dann sollen wir den Ausschlag von diesem 25. Eurovision Song Festival kennen. Ich ga nu Spanje bellen. Hallo, Spain. Yes, a bit of it. Yes. I'm ready with my voting. Yes, please, you can go ahead. Yes, the voting on the Spanish jury. Yes. Sweden, 1 point. Sweden, 1 point. Suède, 1 point. Point. Switzerland, 2 points. Switzerland, 2 points. Suisse, 2 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Austria, 4 points. Austria, 4 points. Wieder 4 Punkte für Österreich. Autriche, 4 points. The Netherlands, 5 points. The Netherlands, 5 points. Pays-Bas, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. France, 6 points. Ireland, 7 points. Ireland, 7 points. 7 Punkte für Irland. Irland, 7 points. Ja, Österreich scheint zurzeit an achter Stelle zu liegen. United Kingdom, 8 points.
Royaume-Uni, 8 points. Italy, 10 points. Italy, 10 points. So, und wer wird jetzt Italy, die 12 Punkte bekommen? Germany, 12 points. Germany, 12 Deutschland, 12 Punkte. Yes. Also 131, Alemanien Irland nach wie vor an der Merci Spitze. 121 für die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Nu gaan we het laatste land bellen van vanavond en dat is België. Hallo, la Belgique. So, nog die wertung der belgischen jury. Bonsoir Bruxelles, puis avoir vos points. Oui, voici les résultats du jury belge. Oui. Autriche, 1 point. Autriche, 1 point. Österreich. Austria, 1 point. La Suisse, 2 points. La Suisse, 2 points. Switzerland, 2 points. Les Pays-Bas, 3 points. Les Pays-Bas, 3 points. The Netherlands, 3 points. Le Portugal, 4 points. Le Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. La France, 5 points. La France, 5 points. France, 5 points. Le Royaume-Uni, 6 points. Le Royaume-Uni, 6 points. United Kingdom, 6 points. L'Allemagne, 7 points. L'Allemagne, 7 points. Germany, 7 points. 7 Punkte für Deutschland. Jetzt Luxemburg, ist es ganz knapp geworden. Luxemburg, 8 points. L'Italie, 10 points. L'Italie, 10 points. Italy, noch für Italien. 10 points. Und wer bekommt die 12? Irland, 12, Irland, 12 Punkte. Gut, damit ist die Entscheidung des heutigen Abends gefallen. Irland hat den Grand Prix der Eurovision gewonnen mit 143 Punkten. Merci, bonsoir. An zweiter Stelle Deutschland mit 128 Punkten. An dritter Stelle Großbritannien mit 106 Punkten. Österreich liegt an 8. Stelle, habe ich inzwischen ausgerechnet. Wir sind noch nicht. Also immerhin sind wir unter die ersten 10 gekommen, trotz des ungünstigen Startplatzes mit der Nummer 1. Ein durchaus respektables Ergebnis, 64 Punkte für Österreich. Ich glaube, damit kann sich die Gruppe Blue Danube wirklich freuen, dass sie diesen Platz gemacht hat. But you should love all Europe, I think. De mensen zijn nu onderweg van de kleedkamers hier naartoe, de winnaars van deze avond. En we moeten even wachten, want ze zullen zo dadelijk op het toneel verschijnen. En dan zal ik de winnaar officieel bekend gaan maken. Ik zie ze hier in de gang lopen, al met bloemen. Al helemaal opgetogen. En ze zijn onderweg. Er stormt nu iemand het trappen op. Ja, en daar komen jetzt kommt der Sieger Johnny Logan. Dass Sie sehen, also wie sich der junge Mann freut. Er zählt ja auch wirklich zu den Favoriten. Bei den Wetten, die intern abgeschlossen wurden, zählte er zu den Favoriten. Allerdings, auch Deutschland war darunter, es war Großbritannien darunter. Es war auch die Schweiz darunter. Also Sie sehen, im Grunde genommen haben die Wetten sich ja fast wieder bewahrheitet. Was ist sie blei? Fantastisch. Johnny Logan, 24 Jahre alt, der Irland vertreten hat. Congratulations. Und gewonnen hat. Congratulations. So, Johnny Logan mit seiner Gruppe, die auch alle Blumen bekommen und Gratulationen. Dames en heren, een overgelukkige winnaar met het koor staat nu op het toneel. En de winnaar van vanavond is geworden Ierland met het liedje What's Another Year? Moet ik dit niet noemen? Het werd gezongen door Johnny Logan
De dirigent was Noel Callahan. De tekst was van Shay Healy. Also, en de Noel van Callahan is de chef des orkesters. Shay Healy had de muziek gecomponeerd en ook de tekst geschreven. De grote prijs van het Eurovision Song Festival 1980 und jetzt uitgereikt wird worden. Johnny Logan de Grand Prix. Daar weer Johnny bereikt te komen. 25 jaar geleden het Eurovision Song Festival. Marcel Desanson. Ik neem vast afscheid van u. Ik hoop dat u een fantastische avond hebt gehad. Des Grand Prix d'Eurovision zählt und seit 25 Jahren dabei. Niet het einde van een traditie betekent, maar het begin is van een hele nieuwe reeks Eurovision Song Festival. Grand Prix d'Eurovision aan Johnny Logan. Dat is Marcel Desanson. Und wie üblich beim Song Contest Eurovision wird das Siegerlied jetzt noch einmal gesungen werden. Am Pult wieder der Dirigent Noel Callahan mit dem Metropolorchester, das den ganzen Abend die Sänger begleitet hat. Johnny Logan mit What's Another Year? Looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you are near. What's another year? What's another year to someone who's lost everything that he owns? What's another year to someone who's getting used to being alone? I've been praying such a long time, it's the only way to hide the fear. What's another year? Come and tell him. What's another year to someone who's lost everything that he owns? What's another year to someone who's getting used to being alone? I've been crying such a long time with such a lot of pain. What's another year? For someone who is getting used to being alone.